Ja, willkommen beim neuen Video von mir, 15:04 Flori, und ich habe ein neues Mikrofon, wie man es vielleicht hören wird, an der besseren Audioqualität. Ich schau mal, ob das Mikrofon laut genug ist. Oh nein, das ist eigentlich sehr, sehr leise, wie man an diesen Balken sehen kann. Und ja, jetzt schauen wir mal, wegen dieser einen YouTuber-Frage, die ihr gerade im Hintergrund seht. Ja. Ich versuche die jetzt im Video zu beantworten, aber erstmal muss ich gucken, was das ist. Das gehen wir jetzt ins Video. Da seht ihr meine Videos. Das ist die 1.9 Pre-Release. Wie installiere ich die? So, das schauen wir mal. Ja, hallo. Ja, da hat man nämlich auch noch mal gehört, das war das alte Mikro. So. Nein. Ich glaube, das war das falsche Video. Ach nein. Ah, ich bin schon wieder so dumm. So, jetzt zoome ich mit Camtasia ran, wie ihr schon gesehen habt. So, er fragt, wenn es fragt. Haha. Ich habe es gemacht, genauso wie du gesagt hast, aber es kommt wieder Minecraft 1.8.1. Wie mache ich das? Es als eine Punkt-Jar, soll es bestimmt heißen, das alles speichert. Bei mir kommt immer nur Zip. Ja, ich mache jetzt einfach nochmal eine Installation. Und ja. Die sieht folgendermaßen aus. So. Das Video zeigt, dass ich auf den Download-Link gegangen bin. Da hatte ich noch einen vollen Desktop. Meiner ist jetzt ein bisschen leerer, ein bisschen sortierter. So, dort lade ich es jetzt runter. Das Video kann ich beenden. Und hier sieht man dann die Datei. Warum sage ich mal Datei? Die Datei. Und das ist schon die Minecraft.jar. Das heißt zwar, ist ein Punkt.jar-Archiv, wenn du es so runtergeladen hast wie bei mir. So, dann gehst du zu Ausführen, %fdata, Prozent wie jedes andere auch in dem Bin-Ordner. So. Ich mache was anderes. So, ihr habt die als eure drinne. Ich kann sie nicht wegschieben. Ach, ich bin so dumm schon wieder. Ich müsste ja auch mal das Spiel beenden. Nein, ich verschiebe die nur, weil ich da Mods installiert habe. So, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Also ihr habt auch Mods, dann könnt ihr das genauso machen wie ich. So, und dann zieht ihr einfach eure Minecraft, dieses, was ihr runtergeladen habt, einfach bloß herein verschieben. Natürlich solltet ihr keine Verknüpfung machen. Oh Mann. Dann kein Video gemacht. Erst gestern. So, verschiebt sie rein, macht zu. Öffnet euer Minecraft-Spiel. Loggt euch ein. GLP habe ich natürlich, weil ich cool bin. So, und da seht ihr doch schon Minecraft Beta 1.9 Pre-Release. Ist eigentlich ganz einfach. Meine Welt gibt es natürlich auch. Das sieht ihr noch vom anderen Video. 18, 11, 11. Die Flamme ist ein bisschen verbuggt, sieht man ja. Weil das Texture Pack nicht dafür gedacht ist. Naja, ich hoffe, ich konnte die Frage dann beantworten. Und wenn ihr Fragen habt, macht's wie diese Person. Schreibt einfach in die Kommentare. Ich frage euch per PN, wie ich es bei ihm auch gemacht habe. Ja, ob ich euch das in einem Video zeigen darf, weil ein Kommentarform ist es einfach schwieriger zu begreifen. Deshalb habe ich mich entschlossen, das eigentlich jetzt immer mit Videos jede Frage zu beantworten, jede Frage, die ihr stellt. Und ja, das war's mit meinem Video. Bis zum nächsten und tschüss. Ja, noch jetzt.